Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Vlogmas Nummer 2. Wir haben heute Montag und ich war schon ziemlich früh wach. Also ich bin schon wieder so um 7, kurz nach 7 aufgewacht. Und danach war ich joggen. Und es ist heute super warm. Es ist seit gestern ist es wieder richtig warm geworden. Also wir haben jetzt irgendwie 15 Grad und gestern hatten wir auch 15, 16. Und das ist so ein Switch, weil vor ein paar Tagen war es schon um die 0 Grad. Und ich hatte so gerade das Gefühl, jetzt habe ich mich an die Kälte gewöhnt und jetzt, also was heißt an die Kälte, aber schon an die kälteren Tage. Und nun ist es halt wieder so warm. Fühlt sich ein bisschen an wie Frühling. Und aber dafür regnet es nicht, die Sonne scheint und ja, ich sage immer so, für mich ist das eigentlich auch das Dezemberwetter, so dieses Mischmasch. Ich finde halt, hier in Deutschland wird es ja immer erst so im Januar dann richtig kalt, würde ich mal sagen. Und genau, dann habe ich gerade noch ein bisschen in der Küche sauber gemacht und Geschirrspüler ausgeräumt und sitze jetzt hier an meinem Laptop und ich fahre gleich ins Büro. Ich arbeite heute aus dem Büro aus. Ich fange meistens montags eher spät an zu arbeiten, weil eigentlich möchte ich immer ausschlafen. Aber um in die Woche reinzukommen, mag ich es halt montags immer eher spät zu starten. Und wir haben jetzt gleich 10 Uhr. Ich mache mich gleich jetzt noch ein bisschen ready. Dann fahre ich ins Büro und werde heute von da arbeiten. Und ich habe jetzt hier gerade nochmal meinen Wunschzettel bearbeitet, weil wir haben uns gestern alle unsere Wunschzettel zugeschickt. Und bei Amazon kann man das ja so ganz cool machen, dass wenn jemand was kauft, dass das dann gelöscht wird, ne? Oder man halt sieht, wie viele noch fehlen oder irgendwie sowas, ne? Und genau, und da habe ich gerade noch so ein bisschen dran rumgebastelt. Ich will nämlich heute auch, also dieses MacBook kennt ihr ja schon. Also die mir länger folgen, die wissen, dass ich schon mal vor ein paar Jahren dieses MacBook ziemlich Ich bin halt so, also ich würde gar nicht sagen, dass ich ein Technik-Nerd bin. Und ich bin auch nicht ich bin technikinteressiert, sagen wir es mal so. Wenn ich was will, dann will ich das und dann setze ich das durch und dann versuche ich das hinzubekommen und auch selber. Also ich bin auch so jemand, der gerne Sachen alleine macht. Und vor 4 Jahren habe ich dieses MacBook geupgradet. Das heißt, es ist noch eines der MacBooks, wo die Festplatte noch drin verbaut ist, das auch noch ein CD-Laufwerk hat etc. Und ich habe in dieses MacBook einen neuen Akku eingebaut, den habe ich auch schon mal wieder gewechselt. Dann habe ich eine neue Festplatte eingebaut, neuen Arbeitsspeicher. Und eigentlich ist dieses MacBook, obwohl es von 2013 ist, immer ziemlich flott noch unterwegs. Allerdings kann ich seit 2019, 20 keine System-Updates mehr machen. Und eigentlich ist mein Plan, ein neues MacBook zu kaufen. Wir haben jetzt auch gerade, also es ist zwar jetzt der zweite Advent schon, aber wir haben halt noch November. Ich filme halt meine Vlogmas-Vlogs immer so ein bisschen vor. Und deswegen sind wir gerade noch in der Black Friday Week. Es gibt jetzt gerade echt gute Angebote. Und das MacBook, was ich eigentlich haben wollte, ist jetzt auch immer 500 Euro reduziert. Und ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, mache ich das, mache ich das nicht? Weil was ich halt schon merke, ist, dass obwohl ich das so geupgradet habe, ich zum Beispiel keine 4K-Videos gut schneiden kann. Es braucht Ewigkeiten, bis das flüssig läuft in iMovie. Und ich kann iMovie auch aktuell nicht mehr upgraden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder an dem Notebook. Auf jeden Fall will ich heute ein System-Update machen. Ich habe halt wieder einen Trick rausgefunden, wie man ein älteres MacBook auf das aktuellste Betriebssystem bringen kann. Das will ich heute mal probieren. In der Hoffnung, dass iMovie dann halt flüssiger läuft. Ich habe gestern schon so ein... sorry, wenn das jetzt so ein Technik-Laber-Gelaber ist, aber ich habe gestern jetzt schon halt so eine Sicherung gemacht von der Festplatte. Das hatte ich jetzt auch schon 1-2 Jahre nicht mehr gemacht. Und falls es nicht klappen sollte, dass ich dann wieder zurückgehen kann. Genau, aber ich werde das heute mal ausprobieren. Heute Abend oder wenn ich wieder zu Hause bin. Und bin sehr gespannt, ob das funktioniert und ob dann das flüssiger läuft. Weil ich würde gerne meine Videos mehr in 4K drehen. Und das läuft aktuell noch nicht so flüssig. Thank you.
gesagt, habe ich heute gerade festgestellt, dass ich irgendwie gar keinen Bock auf Make-up heute habe. Das heißt, ich werde mal so ein bisschen meine Problemstellen abdecken, wo ich immer so ein bisschen gerötet bin, meinem Empfinden nach. Ich hatte mich ja vor 2 Wochen niedeln lassen und es ist immer so krass. Ich finde halt so, wenn dann ist das jetzt genau 2 Wochen her und jetzt gerade finde ich, hat die Haut so einen richtigen so Boost. Es ist alles super smooth und es ist ja auch noch nicht mal richtig komplett verheilt. Hier sieht man noch so ein bisschen das. Aber ich finde, dann sieht die Haut immer richtig, richtig toll aus. Richtig straff. Lieben wir. Plastic Skin. Nein, macht noch Spaß. Genau, und ich werde heute nur so ein bisschen Blush auftragen an die Wangen. So, wir haben den nächsten Tag. Ich wollte mich eigentlich gestern noch melden und weiter vloggen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gestern war dann doch noch ein richtiger bescheidener Tag. Ich sag's mal so. Ich hatte euch ja morgens erzählt, dass ich das mit meinem MacBook machen wollte und das war keine gute Idee. Das hat auf jeden Fall nicht funktioniert und ich hatte natürlich vorher ein Backup und all sowas gemacht und dann konnte ich kein Backup draufziehen und ich habe sogar ein bisschen geweint. Das war richtig scheiße gestern und das hat bis in die Nacht gedauert, bis ich mein MacBook wieder repariert hatte. Jetzt funktioniert wieder alles, weil ich brauche das ja. Ich schneide ja auch damit meine Videos und alles. Und genau. Ja, aber das hat mich mal wieder gelernt. Manchmal sollte man die Sachen einfach so lassen, wie sie sind. Aber das hat mich dann dazu bewegt. Ich meine, mein MacBook ist jetzt 12 Jahre alt. Und ich hatte das ja vor 4 Jahren dann nochmal aufgemotzt. Und das hat mir auch bis jetzt immer noch Freude bereitet. Aber jetzt langsam ist es einfach so, dass man merkt, das funktioniert halt nicht mehr so 100%, wie ich das gerne hätte. Und auch gerade für meine Videos. Ich würde halt gerne natürlich auch 4K-Videos schneiden und drehen. Und da ist es halt einfach, obwohl ich es ja aufgemotzt habe, einfach ein bisschen zu lame und das hakt dann immer so ein bisschen und das ist halt so ein kleiner Krampf, das zu schneiden. Und ich hatte jetzt gehofft mit diesem Update, was ich da machen wollte, dass es damit dann irgendwie so ein bisschen besser geht. Aber das war nicht der Fall. Und wir sind ja jetzt gerade noch in der Black Friday Week und es gibt hier super, super, super viele tolle Angebote. Und das MacBook, was ich schon seit längere Zeit im Auge habe und wo ich überlegt habe, hole ich mir das, mache ich das. Es ist einfach schon viel Geld. Ne? Diese Teile kosten einfach ein Schweinegeld. Ist einfach so. Naja, aber das ist jetzt gerade von 2.100 € auf 1.600 reduziert. Und nach der Aktion gestern habe ich mir dann einfach gedacht, nach 12 Jahren kann man sich, glaube ich, dann mal einen neuen Computer kaufen und dann habe ich es heute bestellt und habe mir jetzt ein eigenes Weihnachtsgeschenk gemacht, weil das Angebot einfach so gut war und mich das gestern so geärgert hat, dass ich gesagt habe, hey komm, man muss sich auch mal selbst verschenken. Deswegen gibt es ein neues MacBook. Ich freue mich total. Ich habe es auch in meiner Wunschfarbe und mit, ja, also auch
richtig guten Arbeitsspeicher, alles was ich brauche, um meine Videos zu schneiden. Ich denke mal, dann werdet ihr hier auch nochmal eine Verbesserung sehen, weil ich halt dann wirklich auch 4K-Videos endlich schneiden kann, ohne dass das die ganze Zeit so komisch hakt. Und ansonsten bin ich gerade auf dem Weg zum Fitnessstudio. Ich war schon sehr lange nicht mehr im Fitnessstudio. Die letzte Zeit war ich eigentlich immer nur joggen, spazieren, bewegen, Fahrrad fahren, aber nicht mehr im Fitnessstudio, weil ich irgendwie, weiß ich gar nicht warum, aber es hat irgendwie immer alles nicht so gepasst, auch mit Arbeiten, und ich hatte auch so viel zu tun. Genau. Und da gehe ich jetzt ein bisschen trainieren und dann werde ich mich heute auch an ein Video setzen, was ich schneiden muss, was jetzt dann am ersten Advent online geht. Und das ist der Plan für heute. Schon länger wieder zu Hause, habe gegessen und werde dann jetzt gleich meinen Vlogmas-Vlog schneiden, den ersten, der dann jetzt am Sonntag online geht. Ich wollte eigentlich meine Freundin besuchen, aber die konnte heute nicht. Und dann werde ich, glaube ich, heute noch mal Haare waschen, das ist auch dran. Und morgen geht es auf jeden Fall auf den Weihnachtsmarkt, dann nehme ich euch mit. Das ist noch nicht mein erster Advent, sondern es geht schon auf den Weihnachtsmarkt, das ist ja krass. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, werde morgen mit Freunden hingehen und jetzt werde ich erstmal gemütlich den Abend ausklingen lassen. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich habe heute gearbeitet, dann war ich im Fitnessstudio. Dann habe ich spontan eine Freundin in der Stadt getroffen und wir waren auf dem Weihnachtsmarkt. Das war jetzt schon das zweite Mal, weil gestern war ich auch spontan, nachdem wir essen waren, auch nochmal auf dem Weihnachtsmarkt. Also aber nur kurz und heute auch nur kurz. Also schon ziemlich früh dieses Jahr. Und jetzt werde ich mir noch eine Kleinigkeit zu essen machen. Und dann werde ich mein YouTube-Video weiterschneiden. Und dann weit ins Bett fallen, weil ich bin echt müde. Die letzten Nächte konnte ich so schlecht schlafen. Heute Nacht auch schon wieder, aber heute Nacht war hier so ein richtig fetter Sturm. Und das Problem war halt, dass vor viele Sachen, meine Balkonabdeckungen sind abgeflogen. Dann ist hier mein Blumentopf umgefallen und das musste ich dann alles reinholen. Und ja, war alles irgendwie nicht so geil. Aber es ist Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert. Genau, deswegen konnte ich halt so schlecht schlafen und ich freue mich so auf mein Bett. Gute Nacht. Hallo, so wir haben abends, es ist der nächste Tag und ehrlich gesagt ist heute mal wieder nicht viel passiert. Ich habe gearbeitet, dann habe ich danach eine Pediküre gemacht, weil ich musste unbedingt meine Füße machen. Außerdem habe ich meine Feuchtigkeitsroutine gemacht. Ich habe das irgendwie so vermisst, meine Sommersprossen. Ich gehe auch morgen auf ein großes Event, da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen und da wollte ich gerne wieder Sommersprossen haben.
Ich muss aber sagen, jetzt hier im Winter habe ich das Gefühl, funktioniert das schlechter mit Henna. Weil irgendwie fehlt so, ich hatte mal das Gefühl, wenn es wärmer ist, dann entwickelt sich das Henna ein bisschen besser und auch ein bisschen durch UV-Strahlung. Und gut, es war zwar heute sonnig, aber ich saß den ganzen Tag drin, habe gearbeitet und dann als ich Feierabend hatte, war die Sonne weg. So, ich will mich aber nicht beschweren, alles gut. Dann ist heute was angekommen. Neues Baby! Tada! Mein neues MacBook. Das MacBook Air in der größten Variante. Ich freue mich total. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Das ist mein Weihnachtsgeschenk an mich selber. Da werden wir nun mal, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, aber ich glaube, da machen wir noch mal ein kleines Unboxing. Und ja, ich mache jetzt hier schnell noch mein YouTube-Video fertig, das am Sonntag, den ersten Advent, online geht. Und ja, da muss ich noch das Thumbnail erstellen und muss noch alles Untertitel machen und. Also wieder gut was zu tun. Ne? Also, falls ihr es nicht wisst, YouTube-Videos sind wirklich Arbeit. Aber ihr wisst ja, ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Aber es ist immer, ja, ich habe an dem Video jetzt auch 2 Tage geschnitten. Und genau, dann habe ich es jetzt hochgeladen. Jetzt muss ich es nochmal, muss ich alles ausfüllen und Untertitel, englische Untertitel noch machen. Und damit habe ich auf, und das Thumbnail erstellen. Siehst du, das hatte ich ja schon gesagt. Und das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen dauern. So, das YouTube-Video ist fertig und geht jetzt in, ja, einem Tag online, also oder in 2 Tagen. Wir haben ja heute Freitagabend und Sonntagmorgen geht es online. Ja, ich freue mich schon so. Das ist wirklich schön geworden, das Video. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr wisst meine Arbeit zu schätzen. Und aber ich dachte, wir machen jetzt noch ein kleines Unboxing. Wie schön ist das bitte? Ich habe mich für die 15 Zoll Variante entschieden in Polarstern. In der Kamera sieht es natürlich silber aus, aber manchmal kann man auch sehen, dass es Gold ist. Gerade glaube ich, wenn man das so neben ein altes MacBook hält, dann sieht man eindeutig, dass es doch Gold ist. Und ich habe natürlich eine Schutzhülle bestellt. So, das gibt dann hoffentlich ein bisschen Schutz. Ja, wie man sehen kann, ist es, ich habe ja die große Variante genommen und man sieht schon, der Bildschirm ist viel, viel größer. Weil wenn ich das vergleiche, ich hatte ja vorher das kleinere. Krass, richtig cool. Wir haben jetzt abends und ich bin auf dem Weg zu meinem besten Freund. Hallo ihr Lieben und einen schönen ersten Advent. Ja, wenn ihr dieses Video bekommt, ist wahrscheinlich schon der zweite Advent. Aber ja, einen schönen ersten Advent. Und ja, gestern war ich auf dieser Veranstaltung. Ich war schon mal auf dieser Veranstaltung vor 3 Jahren. Und da fand ich schon ganz furchtbar. Aber ein Freund von mir hatte nochmal Freitickets bekommen. Und ich dachte, ey, vielleicht haben sie aus ihren Fehlern gelernt. Dem war aber nicht so. Es war wieder nicht so toll. Und ja. Aber ich habe dann ausgeschlafen
Und dann habe ich ziemlich lange gechillt, habe noch ein paar Sachen am Rechner gemacht. Und nun bin ich rausgegangen. Wir haben ja wunderschönes Wetter. Oh mein Gott, das Wetter ist so schön heute. Und ich dachte, ich muss unbedingt noch mal eine Runde spazieren gehen. Und deswegen bin ich rausgegangen. Und übrigens liebe ich meinen Look. Ach, ich liebe das mit den Freckles so. Ich wünschte, die wären dauerhaft. Ich hatte auch schon überlegt, es gibt schon so Freckle-Tattoos, die man so mit Permanent-Make-up macht. Aber ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, da ich ja auch mich immer niedeln lasse und manchmal auch lasern. Da habe ich halt so ein bisschen Angst, dass das dann so eventuell so nicht so schöne Verfärbung gibt oder so. Und dauerhaft ist vielleicht dann doch, also ich fände es schön, aber ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall genieße ich jetzt die Natur. Und dann werde ich heute einfach noch den Sonntag ausklingen lassen. Ich bin einfach so froh, dass ich nichts machen muss. Kein Dekorieren, gar nicht. Einfach nur Zeit genießen. So, wir haben jetzt abends und ja, ich würde jetzt den Vlog hier beenden. Der zweite Vlogmas-Vlog. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, auch wenn jetzt nicht so viel Aufregendes passiert ist. Aber ihr freut euch ja immer darüber, wenn ich euch mitnehme. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir einen Kommentar, lasst mir ein Abo da, falls du neu hier gelandet bist. Danke für euren Support und ich freue mich auf den nächsten Vlogmas-Vlog. Weiter geht's.